Hallo, meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der Herr möge euch alle segnen, bewahren, denn wir leben in einer wirklich schlimmen Zeit, nicht leicht für jeden. Auch die Anfechtungen, die Kämpfe sind groß. Und das sagen immer mehr und mehr. Und deswegen denke ich mir, das ist sehr wichtig, wie ich, sag mal so, eingestellt bin. Es ist zwar ein blödes Wort vielleicht, aber versteht es richtig. Es gibt zwei Aussagen der Bibel, wo eigentlich jeder Christ sich tief einprägen sollte. Wir reden über Liebe, über Glauben und so weiter. Aber es gibt zwei Aussagen der Bibel, die grundlegend man Tag für Tag, Minute für Minute immer vor dem Augen haben sollte. Ganz tief eingeprägt und immer daran denken. Wenn wir auch die Psalmen lesen, der Psalmist sagt oft, wer ist ein Gott wie du? Wohin soll ich gehen? Ja, bei dir ist das lebendige Wasser, bei dir ist das ewige Leben, bei dir ist Kraft, Macht und Herrlichkeit. Und auf dich alleine kann ich nur vertrauen. Das sind zig Psalmen, die immer wieder das vorheben. Aber nicht nur Psalmen, sondern ich könnte sagen, das ganze Alt- und Neue Testament bezeugt es. Das Erste, was sehr wichtig ist, sich einzuprägen, ist Johannes Evangelium Vers 1. Johannes Evangelium Vers 1 besagt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei dem Gott. Das Wort ist Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Also es zeigt, dass am Anfang, so wie Jesus sagt, ich bin der Anfang und das Ende der Schöpfung. Ich bin das Alpha und das Omega. Ohne ihn wäre nichts gewesen. Alles ist durch ihn, für ihn, zu ihm. Wir wissen, Jesus Christus ist das Wort, ist aus Gott und ist ein Gott. Er war nicht oder wird, sondern ist schon immer und ewig. Es ist so wichtig zu wissen, dass das Wort bei Gott ist und war, denn Gott der Vater ist derjenige, der alles eingeleitet hat, der über alles Macht hat, der über alles herrlich ist und der nicht auf Lügen baut, sondern auf die Wahrheit. Und wir wissen ganz genau aus den vielen Aussagen von Jesus, dass ihm nur eins gelegen ist, den Willen des Vaters zu tun.
Aus diesen Villen hinaus ist er nicht gegangen. Nicht mal einen Millimeter. Er ist nie abgewichen von das Wort des Vaters. Ja. Auch wenn er selbst das Wort ist, ist er von dem Willen des Vaters nie abgewichen. Und er hat immer den Vater vertraut. In egal welche Situation er war. Was für uns sehr wichtig ist zu wissen und einzuprägen, das Wort ist Gott. Der Teufel will auch Gott sein. Und es ist auch so, der Teufel denkt wie ein Mensch und somit denkt der Mensch auch wie der Teufel. Und auch der Mensch will Gott sein. Aber wenn wir die drei zusammen vergleichen, dann können wir drüber nur lachen. Denn das Wort hat eine ganze Welt geschaffen. Er hat Leben entstehen lassen. Und alles, alles war sehr, sehr gut. Ja, der Mensch kann vielleicht einen Roboter und ein paar Computer und PCs machen. Und der Teufel kann auch mal Wirbelwind und mal ein paar Zeichen auch vom Himmel machen. Ja, ist auch weise in seiner Art und Weise. Aber er erreicht nicht mehr die Fußsohle, nicht mal die Fußsohle des Herrn. Mit seiner Weisheit, mit seiner Macht und mit seiner sogenannten Herrlichkeit. Schließlich ist er auch ein Engel des Lichtes. Wenn wir nüchtern das Wort betrachten, denn wir haben das Wort, dann wissen wir und sehen wir und wir erleben in den Alltag. Ja, dass weder Mensch noch was anderes Gott gewachsen ist. Gott ist über alles. Und das ist für unser Leben sehr wichtig, uns einzuprägen. Das Wort ist Gott. Es gibt immer wieder, auch letztens hat ein Bruder angeschrieben, ja, man sagt und man predigt, dass die Bibel gefälscht ist. Das Wort können wir zwar falsch auslegen, aber Gott der Vater hat schon dafür gesorgt, dass wir das ganze Wort in Wahrheit haben. Es gibt kein Mensch, der die Macht hat, Gottes Wille entgegenzustehen. Natürlich, es gibt Bibel, die auch gefälscht sind, aber Gott hat uns Menschen gegeben, die durch seinen Geist geleitet wurden, um uns die Bibel in seine ganze Wahrheit zu übersetzen. So ist auch Eberfeller, Schofield, King James oder ja, Luther und es gibt so einige, die wahrheitsgemäß übersetzt worden sind und es ist so, wenn jemand glaubt, dass Gott lässt 2000 Jahre die Menschen irregeführt sein und gefälschte Bibel in den Hand zu kriegen. Nein, er hat schon dafür gesorgt, denn das Wort ist Gott. Und wer ist ihm gewachsen? Niemand. Das ist etwas, was wir uns
einprägen müssen, wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist. Wir wissen auch, dass wir mit ihm gestorben sind und mit ihm leben. Aber ist es uns bewusst, dass er Gott ist? Denn das ist sehr wichtig. Denn wenn wir unter Schutz eines solchen Gottes sind, was kann uns denn passieren? Denn genau das tut uns dazu spornen, keine Angst zu haben. Deswegen sagt Jesus, ihr habt in der Welt Angst, aber ich habe die Welt besiegt. Ich habe es überwunden. Und das sollen wir uns einprägen. Jesus ist Gott. Wir haben hier nicht mit jemandem zu tun, der abhängig ist noch von jemand anderem. Denn Gott, der Vater, hat ihm alles übergeben. Aber trotzdem, Jesus liebt den Vater, seinen Vater, der jetzt auch unser Vater geworden ist, durch Jesus Christus. Also wir haben zwei Götter, eins Gott der Vater und eins Gott der Sohn, unter dessen Schutz wir sind. Deswegen brauchen wir uns auch keine Sorgen und Angst machen. Und wenn wir auch damit zu tun haben, wissen wir, wohin wir gehen sollen. Ja? Wir wollen nicht vor deinem Angesicht fliehen. Ja, denn auch der Psalmist sagt, wohin soll ich fliehen? Denn wenn ich auch in den Scheol reinfliehe, da bist du auch da. Gott ist allgegenwärtig. Es gibt kein Eck in dieser Erde, auf dieser Erde, unter dieser Erde oder im Himmel, wo ich mich vor seinem Angesicht verstecken kann. Vor dem Teufel könnte es noch sein, denn wo auch beim Hiob Gott fragt, wo warst du, ja, den Teufel, dann ist er um die Erde rum. Ja? Also er kann nicht allgegenwärtig sein, er muss rumlaufen, um die Erde zu gucken und zu sehen. Ja, deswegen sagt auch Petrus, der Teufel, wie ein brüllender Löwe, ja, läuft herum, um zu verschlingen. Er ist nicht allgegenwärtig. Und diese Sachen müssen wir uns fest einprägen für den Alltag. Ja, natürlich, ich versage auch. Aber ich gehe immer wieder dahin. Wohin soll ich denn gehen? Ich habe keine andere Adresse. Ich weiß das nur eher allein. Ja, und egal wie klein ich bin, egal wie kraftlos ich bin, egal auch wenn ich in die Sünde falle, da ist mein Zufluchtsort. Das ist auch so, Jesus nennt sich auch nicht nur das Wort, sondern er nennt sich auch das Fels, auf den wir bauen sollen. Und es ist immer schlimm, wenn Leute anfangen, auf dem Fels das Hälfte des Hauses zu bauen und das Hälfte auf Sand. Ja, denn für viele genügt es nicht die Breite des Felsens. Also die müssen ein bisschen was Größeres bauen. Da brauchen sie auch nicht wundern, wenn bei jeder Sturm, bei jeder Flut, bei jeder Feuer was kommt, zumindest die Hälfte des Hauses davongerafft wird. Jesus sagt, auf dem Felsen allein sollen wir bauen. Nur auf dem Felsen. Wir sollen uns nicht ausbreiten, noch auf den Sand hinaus. Das machen viele Christen auch heute leider. Ich habe diese zwei Folgen gemacht und was nun, was mache ich nun? Und genau da die Reaktion der Christen, man sieht,
dass sie nicht allein auf dem Felsen bauen, sondern die haben Angst, dass die Fluten kommen und das Haus am Sand wird weggeflutet. Vor was habe ich denn Angst, wenn ich auf meinen Herrn baue? Vor was? Vor wem? Ja, denn es gibt keine Macht, die mich aus der Hand Gottes reißen kann. Das andere Bibelvers, was ich mir einprägen sollte nach diesem, ist das, was Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, der zum Leben führt, ist Jesus Christus. Und darüber brauchen wir uns auch gar nicht lange unterhalten. Aber wer gespaltene Wege geht, wird immer mit Angst und Sorgen zu tun haben. Natürlich, die Sorgen sind da, die können wir nicht vermeiden. Aber wie stark die uns belasten, hängt immer drauf, ob das Wort mein einziges Weg ist. Denn wenn das Wort Gottes mit was anderes vermische, wenn ich Glauben schenke der ARD und ZDF und noch den vielen YouTuber und, da stehe ich da und habe Angst. Aber wenn ich dem Wort, was mir gegeben worden ist, baue und das ist nun mein Weg, von dem ich nicht abweiche. Denn warum? Gott hat uns alles vorausgesagt. Die ganze Zukunft. Er hat uns gezeigt, was und wie es kommt. Er hat gezeigt, was passiert. Und wer mit Gott wandelt, dem hat es auch gezeigt, wie es ist, mit ihm zu wandeln. Aber er soll mein einziger Weg sein, auf dem ich gehe. Warum? Weil ich weiß, dass es der Wahrheit entspricht. Ich weiß, dass er die Wahrheit ist. Und da ist keine Lüge reingemischt. Und auch nicht das, dass heute liebe ich dich, morgen hasse ich dich. Heute bist du gut für mich, weil du ein guter Junge warst. Morgen bist du böse, also ich verwerfe dich. Heute bist du mein Sohn, morgen bist du nicht mehr würdig. Nein, deswegen ist er die Wahrheit. Wenn er sagt, ich liebe dich, dann ist es bedingungslos. Ist nicht so wie bei uns Menschen. Er ist die Wahrheit. Und das präge ich mir ein. Ich gucke mir nicht, was die Welt hier propagiert. Oh, jetzt kommen die Russen und die kommen Chinesen und lass die kommen. Der Herr wird mir schon zeigen, was ich zu tun habe. Ja, er hat Macht, mich zu bewahren. Weißt du das? Vertraust du ihm? Und er ist das Leben. Und wenn Jesus Christus mein Leben ist, dann lass in dein Leben nicht das Tote hineindringen. Denn alle Lügen, sowohl von Teufel als von Menschen, ist ein totes Phänomen, was nur Finsternis, Unwahrheit, Unterdrückung in mein Leben reinbringen kann. Deswegen, das Wort ist Gott. Mein Wort, an dem ich vertraue, ist Gott. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg und davon will ich nicht abweichen. Für unsere Zeit gibt es einen Mann,
dessen Leben zu bewundern ist. Und es ist gut, darüber zu reden. Man redet sehr viel über Daniel. Daniel hat das gesehen, Daniel hat das gesagt und. Aber lasst uns mal Daniel aus anderer Perspektive ansehen. Daniel ist kein Babylonier. Daniel ist ein Jude. Er gehört nicht in Babylonien, aber er ist gefangen da. Genauso wie wir sind nicht aus dieser Welt, aber wegen unser Leib der Sünde, die noch nicht verwandelt worden ist, sind wir noch in dieser Gefangenschaft, bis der Herr uns holt zu sich. Daniel war ein Jude, er war kein Babylonier. Er hat nicht Babylonien gehört, er war nur Gefangener. Er war ein Fremder da. Aber trotzdem, er nannte immer den König mein König. Er hat immer schön zu dem König gesprochen. Er hat immer Segen ausgesprochen und nicht immer du böser König und ja, Gott strafe dich, du gottloser Mistkerl und so. Nein, er hat immer schön über den König gesprochen. Auch wenn er den Balthasar den Urteil gemacht hat, hat er nicht von sich aus, sondern das, was auf der Wand geschrieben worden ist, hat ihm nur übersetzt und hat ihm es ausgelegt. Aber nicht von ihm was Böses. Ja. Er hat auch keine Rebellion oder auf die Straße gegangen mit Plakate, wir streiken gegen Nebukadnezar, wir wollen nach Hause, sondern was macht Daniel? Er vertraut dem Wort, er vertraut das Wort und er prüft ihn dem Wort. Er basiert sich nicht auf das, was Nebukadnezar sagt. Er basiert sich nicht auf das, was seine Leute sagen, seine Weisen. Nein, er liest Jesaja und er weiß, nach 70 Jahren Gefangenschaft müsste man wieder nach Israel gehen. Er sieht in Gottes Wort das Kommende und vertraut auf dem und fragt Gott, wann ist denn das? Wie wird es sein? Ja, und Gott gibt ihm auch Antwort, weil Daniel sich nur auf das Wort stützt. Er geht nicht den Nachrichten, da kommt eine Impfung und da kommt das und jenes und wow und jetzt. Und all in Angst und Panik und jetzt. Oh nein. Nein. Er vertraut dem Wort allein. Er forscht in dem Wort, denn das Wort sagt ihm klar, was kommt, wie es kommt. Ja, und auch vielleicht, wenn nicht ganz genau, wann es kommt, aber er wusste, auf das ist Verlass. Als Daniel in Zeit Darius lebte, auch als Fremder, da hat man dieses Gesetz rausgebracht, dass nur Darius angebetet werden darf. Darius sagt, oh mein König, tu das, was das Gesetz sagt, bestrafe mich, aber ich kann das nicht tun. Und er öffnet seine Fenster und betet seinen Gott an, weil er nur ihn allein vertraut. Merkt ihr was? Und natürlich, da sind die Leute, die gleich betten,
Das ist auch in dem Wort geschrieben, dass in der letzten Zeit auch die Kinder ihre Eltern verkaufen, verpetzen und so gleich melden, ja, der hat Corona, der hat das jetzt nicht gemacht, der, ne, und da muss man gleich aktionieren. Aber Daniel vertraut allein auf seinen Gott. Er liebt den König, aber an diesem Gesetz kann er sich nicht halten. Er betet nicht den Darius und hat auch keine Angst vor denen, die ihn beschatten. Er öffnet die Fenster und betet seinen Einzigen. Das ist mein Wort, an dem ich glaube. Das Wort ist Gott. Das Wort ist Macht. Und darauf baue ich. Und dann sagt er sogar den Darius, tu das, was das Gesetz gesagt hat. Scheue dich nicht. Ich weiß, du bist nicht schuld dabei. Und der Darius frisst sich auf. Ja, aber er muss es machen, weil es Gesetz ist. Und er wirft ihn in die Grube der Löwen. Und die Löwen haben so einen Hunger drauf, aber die dürfen nicht anbeißen. Denn Daniel vertraute dem Herrn. Und auch da sagt nicht Daniel, oh, ich bin Kind Gottes und kannst mich ruhig reinschmeißen, da werde ich schon fertig mit denen, denn ich habe einen Gott und so. Nein, er sagt, wenn Gott will, macht er das, wenn nicht, dann soll es so sein. Er vertraut den Willen Gottes und sagt nicht, oh ja, der Gott wird mich, wenn, ja, weil ich sein bin, sondern nein, er baut auf den Willen. Und Gott wollte, dass Daniel lebt. Ja, denn er hatte noch einiges vor mit Daniel. Dann ist es noch eine Angelegenheit hier, wo wir über Daniel reden können. Als die nach Babylonien gezehrt worden sind oder geführt worden sind, wie man das so sagt, dann waren ein paar Jugendliche, die ausgewählt worden sind, um im Hof zu dienen. Ist ja noch die Geschichte, ja? Und dabei war der Daniel auch. Und es war Gesetz, dass man diese Jünglinge nach, weiß nicht wie viele Jahre, Tage, 10 Tage oder 14 Tage, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, dem König dann vorgestellt werden sollen. Und die müssen dann auch staatlich aussehen. Und um, dass sie staatlich gut aussehen, müssen die dann, die hatten so ein Programm, Schönheits-Beauty-Programm mit besondere Essen und Wein und alles Mögliche, was es so sein sollte, um die auf den Vordermann zu bringen und dass sie gut aussehend vor dem König dann stehen. Und da ist passiert etwas. Daniel kommt nicht und sagt, hey du, weißt du, ich habe Gott oder so, er rappt sowas nicht vor, ja, wie heute viele sagen. Ja. Nein, er geht in Demut zu diesem Mann. Und sagt, gib mir eine Chance. Lass, dass wir essen und trinken. Nur, was wir von gut gedenken. Salat und solches, kein Wein. Ja. Und der sagt, wie sollt ihr da schön sein? Er sagt, bitte, gib uns wenigstens einen Priester. Gib uns wenigstens einen Priester. Und der Mann geht den ein, und da bin ich sicher, dass Gott hier auch Einfluss hatte. Er geht ein, und die Menschen und der Mann hat gestaunt, dass die sich vor Gott gedemütigt haben und Gott vertraut haben, nach dem Salatessen und nach diesen Art von Lebensmitteln zu sich nehmen, ja, von dem man keiner geglaubt hat, dass man
davon, sag mal, stark und schön sein könnte, da hat er gestaut. Und da ist auch das Zeugnis Daniels. Mein Wort lebt. Mein Wort, an dem ich glaube, ist Gott. Ja, denn Gott hat sie gesegnet. Und die waren schöner als diejenigen, die von der Welt gefüttert worden sind. Deswegen brauchen wir uns auch keine Gedanken und Angst machen. Lasst die Welt fressen und essen, was die auf dem Tisch kriegen. Denn unser Tisch deckt der Herr und bleibt dabei. Bleibt einfach dabei. Wir können so viel lernen aus dem Alten. So viel Gutes lernen. Wir dürfen da Gott loben und preisen. Ja, dafür. Deswegen, meine Lieben, ist es so, der Herr hat uns auch gezeigt, nicht nur, dass die 70. Jahrwoche anfängt, nicht nur wegen der Entrückung vorher, vor der 70. Jahrwoche, aber er zeigt auch, was in diese Zeit kommen wird. Wir wissen, Erdbeben, Pestilenzen, Rebellionen, Bürgerkrieg und so weiter und so fort. Nation gegen Nation. Zeichen, Mond und Sterne. Ja, Sonne, Mond und Sterne, Zeichen da. Über Israel. Es ist uns alles gesagt. Bis auf die Stunde, das wissen wir nicht. Es kann morgen passieren, übermorgen, kann auch heute passieren, kann während mein Video passieren. Es ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass wir sehr nah dran sind. Und der Herr zeigt auch uns, in welcher Form und Art das alles passiert. Und deswegen wundere ich mich über diese ganze Hysterie, was auch sogar zwischen den Christen da los ist. Wir predigen lieber Covid-19 als das Wort des Herrn. Was geht uns Covid-19 an? Nur so viel, dass wir mittendrin leben und ja, da müssen wir uns ein bisschen anpassen. Aber wer ist Covid-19? Ist er ein Gott, von dem ich fürchten muss? Nein. Und auch die Menschen, die diese ganze Sache vertreiben, wer sind die? Und Paulus sagt in 2. Thessalonicher Brief, wir richten aber in Betreff der Ankunft unser Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm, Entrückung zu ihm, eine Bitte an euch, liebe Brüder, eine Bitte an euch. Ich bitte euch sehr inständig. Hört das mal zu. Lasst euch nicht leichthin aus den ruhigen Überlegungen in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung, noch durch eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn. Aber nicht nur das. Denn Paulus zeigt uns auch in der Thessaloniker Brief, dass der Mensch der Sünde eigentlich mit großer Lügen verführt. Ja, mit großen Lügen. Wieso täuschen, Moment, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen. Denn zunächst muss ja der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erscheinen sein. Der Sohn der Verderben, der Widersacher, der sich über alles erhöht, was Gott oder anbetungswürdig, so viel in Klammern noch geschrieben, oder rechtmäßiger Gottesverehrung heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ergibt. Erinnert ihr euch
Nicht, dass ich euch dies schon während meiner Anwesenheit bei euch wiederholt gesagt habe. Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr nun, was ihn noch zurückhält, damit sich zu für ihren bestimmten Zeit offenbaren kann. Und Paulus sagt, erst muss der Mensch der Sünde kommen, ja, und mit ihm kommt der Abfall. Und wir wissen, was ihn zurückhält. Es hält ihm nur das eine zurück, dass wir noch da sind. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass alles wirklich mit voller Wucht vorangeht, wenn uns der Herr zu sich nimmt. Gepriesen sei der Herr, dass wir so eine Zuversicht haben, so eine Verheißung haben. Und wenn Gott etwas verheißt, er hält sich dran. Lasst euch nicht irreführen, sondern forscht in das Wort Gottes. Guckt nicht so viel Fernsehen und lasst euch nicht in YouTube von allen euch hier gleich von rechts nach links schmeißen. Bleibt stabil auf dem Felsen, auf das Wort. Das ist wichtig. Deswegen, wenn jemand mir erklären will, mit der göttlichen DNA oder was auch immer, dann kann ich nur sagen, das ist mein Leitfaden. Ja, das ist mein Leitfaden. Und darauf baue ich meine Nachrichten, meine Überlegungen, mein ganzes Leben. Was die anderen draußen sagen, und leider auch sehr viele Christen hier in den YouTube-Kanälen, ist leider schade. Meine Lieben, lasst uns vertrauen auf dem, der uns wahrhaftig liebt. Das Wort ist Gott. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Lasst uns ihm alleine vertrauen, wie Daniel es getan hat, wie David es getan hat und alle diejenigen, ja, die mit Gott gelebt haben. Gott ist mit uns, wer gegen uns? Erhebt eure Häupter, denn unsere Erlösung ist nah. Gott segne euch reichlich und lasst uns weiterhin.